Der Verkehrsleiter vom Dienst sorgt für Ordnung. Regelmäßig fährt er mit seinem Fahrzeug neben der Startbahn auch alle Rollwege ab. Stuttgart Ground, Airport 45. Inspection finished, request to leave frequency. Approve to leave, tschüss. Ich habe mich jetzt beim Kontrollturm abgemeldet, bei der Vorfeldkontrolle angemeldet. Die Vorfeldkontrolle ist jetzt zuständig für die Bewegungslenkung innerhalb des Abfertigungsvorfeldes, das heißt die Zuweisung der Parkpositionen. Gerald Tietz hat auch die Aufgabe, stichprobenartig Maschinen zu überprüfen. Denn es kommt auch darauf an, dass die Flugzeuge ordnungsgemäß abgestellt sind. Gerade beim vermeintlich harmlosen Rollen am Boden kann es zu unnötigen Kollisionen kommen, weil Fahrzeuglenker etwas übersehen. Ich schaue mir auch die Abstellordnung an. Steht der Tankwagen richtig? Sind die Bremsklötze unterlegt? Und auch die Triebwerke müssen immer durch einen Kegel gesichert sein. Hier soll sich niemand aufhalten oder Gegenstände platzieren, die hier nicht hingehören. Das ist einfach eine Vorsichtsmaßnahme, um jedem zu signalisieren, hier ist ein gefährdeter Bereich. Gleiches gilt auch für die Tragflügelspitze. Dient dazu, damit Fahrzeuge dort sehen, aha, hier ist irgendwas gefährlich. Außen hört. Einen Anruf vom Tower bekommen, 4644, dass ein Pilot gemeldet hätte, am Holding Point Alpha würde die K1-Wartelinie nicht mehr reflektieren. Am Holding Point Alpha, verstanden, ich fahre hin. Eine Information vom Kontrollturm, dass wir mal überprüfen sollen die Markierung am Rollweg Alpha. Es gab einen Hinweis von dem Piloten, das müssen wir jetzt erstmal anschauen und dann auch nochmal mit dem Kontrollturm telefonieren, um genau rauszubekommen, was jetzt dort gefordert ist. Und da fahren wir jetzt mal hin. Auch das ist der Alltag des Verkehrsleiters vom Dienst. Er muss allen Beschwerden sofort auf den Grund gehen, die zum Beispiel von Piloten gemeldet werden. Ja, wir sind jetzt hier in der Markierung, die beanstandet worden ist. Schauen wir das mal gerade an. Ja, das sind nagelneue Markierungen. Hier gibt es aus meiner Sicht nichts zu beanstanden. Ich kann jetzt im Moment nicht nachvollziehen, was da gemeint war. Egal was ist. Gerald Tietz geht allen Dingen auf den Grund, auch wenn so manches Mal nicht wirklich viel dahinter steckt. Doch wie heißt es so schön? Safety first. Und sehen Sie gleich bei Take-Off Abenteuer Airline. Der letzte Tag am Flughafen.